Manche Sachen will man nicht mal geschenkt haben. Deshalb schauen wir uns heute mal an, welche die aktuell besten kostenlosen Spiele sind, die man auf Steam spielen kann. Einige davon gibt's natürlich auch auf Konsolen. Da Free-to-Play-Spiele sich ständig verändern, haben die kürzlichen Rezensionen bei Steam für mich die größte Aussagekraft. Die Gesamtwertung wird aber auch anteilig berücksichtigt. Geprüft wurden von mir die 100 meistgespielten Titel, von denen ihr hier die 20 mit den besten Bewertungen findet. Ach, und da das mein Kanal ist, gibt's eine gewisse Mindestanforderung bei der Grafik. Also sorry an Spiele wie SCP, Unturned und Mug. Das Video wird euch präsentiert von Game Machines. Lasst euch hier von Profis einen PC zusammenbauen, den ihr zuvor ganz nach euren Wünschen zusammenstellen könnt. Solltet ihr Fragen oder Probleme haben, gibt's Support per WhatsApp. Jetzt auf gamemachines.de. Das Kampfspiel Brawlhalla gibt's, wenn man den Early Access mitzählt, bereits seit 2014. Seit 2018 auch auf Konsolen und seit 2020 ebenfalls auf Smartphones. Seitdem hat das Spiel wie viele andere auch einen Battle Pass. Brawlhalla bietet neuen Spielern 9 Charaktere zur Auswahl, die in einer wöchentlichen Rotation kostenlos genutzt werden können. Inzwischen gibt's fast 60 Charaktere, die permanent mit freigespielter Währung oder echtem Geld freigeschaltet werden können. Der teambasierte Third-Person-Shooter Calibur ist nach langen Testphasen seit April 2023 auf Steam spielbar und kommt insgesamt gut an. Ihr könnt aus 4 verschiedenen Klassen wählen, die einen Fokus auf Sturm, Deckung oder Support legen. Mit den über 60 Operatoren lassen sich sowohl Spieler gegen Spieler-Matches austragen, Matches gegen die KI und auch PvPvE-Spiele. Die Hardware-Anforderungen sind niedrig, wobei die Grafik ansehnlich ist. Der kostenlose Hero-Shooter von Hi-Rez Studios ist nicht tot zu kriegen. Während zum Beispiel Fortnite schon auf der Unreal Engine 5 läuft, setzt Paladins immer noch auf die Version 3, was dafür sorgt, dass es auch auf alten Rechnern gut läuft. Inzwischen gibt es 58 Champions, die ähnlich wie bei Overwatch in verschiedene Rollen aufgeteilt sind. Im Hauptspielmodus tritt man in 5 gegen 5 Teams gegeneinander an und versucht, einen Karren mit einer Bombe in die gegnerische Basis zu schaffen. PlanetSide 2 ist ein MMO-Shooter, in dem 3 Fraktionen gegeneinander kämpfen. Als Anfänger muss man sich auf was gefasst machen, denn es gibt kein Matchmaking, bei dem man nur gegen schwächere Spieler antritt. Stattdessen werden euch hier größtenteils erfahrene Spieler mit vielen Upgrades begegnen, was den Einstieg erstmal etwas schwierig macht. Wer sich aber durchbeißt, kann hier riesige Schlachten auf dem Boden oder in der Luft in einer frei erkundbaren Welt erleben. Marvel Snap ist eigentlich ein Mobile Game, was man ja schon an dem Hochformat gut erkennen kann. Aber es gibt das Spiel seit Oktober 2022 auch bei Steam. Und auch hier ist es äußerst beliebt. Das einfache Gameplay mit schnellen PvP-Kartenmatches entfaltet bei vielen einen gewissen Suchtfaktor. Das Spiel setzt glücklicherweise nicht auf Pay-to-Win. Während man spielt, werden immer mehr Karten freigeschaltet, was einem neue Strategien eröffnet. RuneScape startete als kostenloses Browser-Game und gibt es tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Die Java-Version wurde 2016 durch einen C++ Standalone-Client ersetzt. Das Spiel hält einen Rekord als das größte und am meisten aktualisierte MMORPG, welches es seit Ende 2020 auch bei Steam gibt. Euch erwarten unzählige Abenteuer mit liebevoll gemachten Quests und einer hilfsbereiten Community, von denen einige bereits viele hundert und teilweise auch tausende Stunden mit RuneScape verbracht haben. Auch wenn man es dem Spiel wegen seiner guten Grafik nicht so recht ansieht, hat auch Warframe bereits über 10 Jahre auf dem Buckel. Das futuristische Action-Rollenspiel rund ums Looten und Leveln wird insgesamt deutlich besser bewertet als der Konkurrent Destiny 2. Warframe hat über die Zeit viele Erweiterungen erhalten, die sowohl die Welt als auch Gameplay-Elemente erweitert haben.
Sehr gut bleibt weiterhin das Kerngameplay aus Nah- und Fernkampf. Über die Popularität von Fall Guys kann ich leider nicht viel sagen, da es nach wie vor im Epic Game Store versteckt ist. Das möglicherweise von Fall Guys inspirierte Stumble Guys kommt aber in jedem Fall nach wie vor gut an. Es bietet aktuell 17 unterschiedliche Hinderniskurse, die im Battle Royale Modus absolviert werden können. Es gibt allerdings Pay-to-Win-Vorwürfe, da es mit dem Stumble Pass gekaufte Tritte und Schläge gibt. Combat Master sieht erstmal wie ein völlig generischer Call of Duty-Klon aus. Und das ist sicherlich nicht weit weg von der Wahrheit. Es gibt sich allerdings größte Mühe, so spielerfreundlich wie möglich zu sein. Es ist nur 1,1 GB groß und startet super schnell und ist auch beim Gameplay unheimlich schnell. Es erinnert etwas an ältere Spiele wie Action Quake oder Urban Terror. Zahlen muss man nur für Skins. Man bekommt aber auch welche for free. Bereits im letzten Video zu den neuen Free-to-Play-Games 2023 gezeigt wurde Omega Strikers. Inzwischen ist es erschienen, und zwar nicht nur bei Steam, sondern direkt auch auf der PlayStation, Xbox und der Switch. In dem 3 gegen 3 Air-Hockey-Spiel ist es natürlich euer Ziel, Tore zu schießen. Die Chance hierfür lässt sich mit diversen Heldenfähigkeiten verbessern. Hier gibt's übrigens kein Pay-to-Win, sondern nur Käufe für Skins und Emotes. Das erste Mal auf diesem Kanal vorgestellt und direkt auf Platz 10 dieser Liste ist Farlight 84, das erst seit Ende April im Early Access auf Steam verfügbar ist. Die Leute haben offenbar noch nicht die Nase voll von Battle Royale. Das Besondere an diesem Spiel sind auf jeden Fall die Kampffahrzeuge und einige besondere Fähigkeiten, die Farlight 84 auch noch zusätzlich zu einem Hero-Shooter machen. Insgesamt 14 Helden stehen aktuell für den Kampf zur Auswahl. World of Tanks gibt's erst seit April 2021 auf Steam und wird hier ganz im Gegensatz zur Konkurrenz War Thunder sehr positiv bewertet. Das Spiel bietet eine Mischung aus Strategie und Action mit einer breiten Auswahl an unterschiedlichen Panzern, die jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Man muss sich klar machen, dass es hier gewisse Pay-to-Win-Aspekte wie stärkere Premium-Munition gibt. Streng genommen kann man die Credits hierfür aber auch erspielen. Auch das über 10 Jahre alte MMORPG Guild Wars 2 gibt's erst seit August 2022 auf Steam und ist dort auch erstmal kostenlos spielbar. Es gibt allerdings zahlreiche Erweiterungen, die mit echtem Geld bezahlt werden müssen. Zusätzlich sollte man sich klar machen, dass Komfortfeatures wie Bankfächer, Lagererweiterungen, Taschenplätze und gemeinsamer Inventarplatz zusätzlich Geld kosten. Dafür gibt's aber immerhin keine Abo-Gebühren und das Spiel gilt als anfängerfreundlich. Seit über einem halben Jahr ist die Lebenssimulation Sims 4 in seiner Ursprungsversion kostenlos und kommt offenbar gut an. Hier gibt's kein Pay-to-Win, aber definitiv reichlich Möglichkeiten, sein Geld loszuwerden, um sich mit den vielen Erweiterungen einzudecken, die unterschiedliche Events, Locations und Lebenssituationen behandeln. Für PC-Spieler gibt's auch zusätzlich die Möglichkeit, Mods zu nutzen, um das Spielerlebnis zu erweitern. Der langjährige Diablo-Konkurrent Path of Exile wird nach wie vor gepflegt und kann sich auch optisch immer noch gut sehen lassen. Dennoch wird es noch ein großes Update geben. Noch immer nicht ganz fertig ist Path of Exile 2, das mit einer neuen Storyline kommt, aber auch den gesamten Content aus dem aktuellen Spiel beinhalten wird. Und das ist eine Menge, was man daran sieht, dass manche Rezensionen bei Steam hunderte bis tausende Stunden auf dem Konto haben. Aus der Zeit, als BioWare noch dafür bekannt war, gute Spiele zu produzieren, kommt das MMORPG Star Wars The Old Republic, das es nie über eine PC-Veröffentlichung hinausgeschafft hat.
Das Spiel bietet viele gut geschriebene Geschichten, eine gelungene deutsche Vertonung und neben PvE auch PvP-Modi. Wer keine Lust auf den MMO-Aspekt hat, kann das Spiel auch gut alleine erleben. Allerdings muss man wissen, dass sich viel Content und schneller Fortschritt hinter einem kostenpflichtigen Abo versteckt. Our future lies with you. Mit Fishing Planet habt ihr jetzt bestimmt nicht gerechnet. Ich auch nicht, aber das Spiel ist eben erstaunlich beliebt und sehr positiv bewertet. Die First-Person-Angelsimulation bietet 23 Flüsse mit verschiedenen Standorten und klimatischen Bedingungen. Ihr könnt vom Steg aus angeln oder auch auf dem Wasser in Kajaks oder Motorbooten unterwegs sein, um über 170 verschiedene Fischarten zu fangen. Wer Geld ausgeben will, findet im Shop tonnenweise DLC-Erweiterungen. Fallout Shelter sollte ursprünglich nur als Werbung auf Mobilgeräten für Fallout 4 dienen und wurde deshalb auch kostenlos veröffentlicht. Die große Beliebtheit sorgt aber dafür, dass das Spiel ständig weiterentwickelt und auch auf dem PC sowie Konsolen veröffentlicht wurde. Schlüpft hier in die Rolle eines Vault-Ausseers, baut eure Bunkeranlage aus und managt diese mitsamt ihren Bewohnern. Es gibt natürlich auch Shop-Angebote, mit denen man den Spielfortschritt beschleunigen kann. Während ich das hier aufnehme, ist CSGO das mit Abstand meistgespielte Spiel auf Steam. Seit der Titel auf das Free-to-Play-Modell setzt, sind die Spielerzahlen noch einmal kontinuierlich gestiegen und erreichen schon über 1 Million Spieler gleichzeitig. Schon bald wird CSGO ähnlich wie Overwatch komplett durch seine Fortsetzung Counter-Strike 2 ersetzt werden, das ein Engine-Upgrade und zahlreiche Verbesserungen enthält. Pay-to-Win gibt's hier nicht, nur Skins, die teilweise für ein Vermögen weiterverkauft werden. Platz 1 und noch ein Spiel aus dem Hause Valve ist Team Fortress 2, das ursprünglich ebenfalls nicht Free-to-Play, sondern ein Teil der Orange Box mit Half-Life 2 Erweiterungen und Portal war. Mit seinen neuen Klassen ist das Spiel deutlich übersichtlicher als moderne Hero-Shooter. Team Fortress 2 hatte lange Zeit sehr mit Bot-Accounts zu kämpfen, die erst vor etwa einem Jahr mit Patches bekämpft wurden. In diesem Sommer wird noch ein Update für das fast 15 Jahre alte Spiel erwartet, das unter anderem neue Items und Maps mitbringen soll. Na, überrascht, dass manche Spiele fehlten? Nein, ich habe Dota 2, Apex Legends, Destiny 2, War Thunder, PUBG Battlegrounds, Halo Infinite oder Lost Ark nicht vergessen. Sie haben nur einfach nicht so positive Bewertungen wie die anderen Spiele in dieser Liste. Wenn ihr mal schauen wollt, was uns in diesem Jahr noch erwartet, guckt doch das Video mit den neuen Free-to-Play-Games für das Jahr 2023. Welche Spiele könnt ihr persönlich empfehlen? Schreibt sie doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!